Ich würde gerne pünktlich anfangen, aber ich bin ein bisschen alleine hier oben. Ah, so langsam kommen schon die eine Kollegin. Und vielleicht kann sich noch der oder die andere Kollege erinnern, dass es jetzt auch um das Schreiben und um das hier oben Sitzen geht. Bitte? Keine Ahnung, ich habe die Liste nicht hier. Aha, ist doch alles gut. In der Zeit konnten sich die Kollegen auch alle hinsetzen. Ich habe gesehen, Sie haben davon auch wirklich mehrheitlich Gebrauch gemacht. Das ist das Präsidium schon fertig ist. 51. Okay. Ich eröffne wieder die Sitzung unseres Plenums. Ich darf den Kolleginnen und Kollegen mitteilen, dass die parlamentarischen Geschäftsführer vereinbart haben, dass Top 11 heute vor Top 9 behandelt wird. Nach dem Top 50, dem Setzpunkt der Fraktion der Linken, folgt daher heute Nachmittag die Behandlung des Gesetzentwurfs über das Programm, das heißt so, Starke Heimat Hessen, der Fraktionen der CDU und des Bündnis 90 Die Grünen, gefolgt vom Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD betreffend das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum. Da ich nur Nicken in die richtige Richtung sehe, ist somit die Tagesordnung ein wenig verändert. Wir rufen auf Tagesordnungspunkt 51, Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, eine Chance für den Fortschritt. Ich darf das Wort dem Antragsteller, Herrn Kollegen Stierböck aus Offenbach, übergeben. Ich habe ganz bewusst meinen Eintrachtschal unten liegen lassen. Herr Stierböck, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn ein amerikanischer Geschäftsreisender am Frankfurter Flughafen ankommt und sich dann den besten Weg mit dem öffentlichen Nahverkehr zu mir nach Hause nach Offenbach über einen der üblichen Routenplaner sucht, dann sagt ihm der Routenplaner ÖPNV-Routen nicht verfügbar, obwohl er da eigentlich sehr gut mit Bus und Bahn hinkommen müsste. Er wird dann das Taxi nutzen und unseren ehrgeizigen Offenbacher Luftreinhalteplan beeinträchtigen. Das ist für uns als Digitalisierungspartei und als ÖPNV-Partei ein untragbarer Zustand. Lachen Sie nicht, wir waren das mit den Seilbahnen, nicht Sie. Und das Einzige, was Sie machen von Schwarz-Grün, ist sich selbst loben in diesem Bereich. Freie Demokraten wollen. Ich bitte um ein bisschen mehr Ruhe, weil Offenbach und Frankfurt nicht immer zusammenpassen. Bitte schön. Freie Demokraten wollen, dass in Hessen alle Menschen bequem und effizient ihr Ziel erreichen können. Egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, den Bussen oder mit dem E-Scooter. Gerade für den öffentlichen Nahverkehr ist es wichtig, dass Fahrpläne und Echtzeitverkehrsdaten für die Fahrgäste komfortabel abrufbar sind. Wenn ich in Berlin bin, kann ich aus 10 Nahverkehrs-Apps den für mich besten Routenplaner auswählen. Wir wollen, dass das auch in Hessen möglich wird. Doch dazu müssen die hessischen Verkehrsverbünde einen diskriminierungsfreien Zugang zu den Fahrplänen und Echtzeitmobilitätsdaten gewähren. In Berlin, Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg stellen die ortsansässigen Verkehrsverbünde Unternehmen ihre Fahrpläne bereits im weltweiten Austauschformat TTFS zur Verfügung. Damit können Start-ups und etablierte Anbieter innovative Fahrplantools und Nahverkehrs-Apps entwickeln. Designer, IT-Entwickler, Start-ups können im Wettbewerb für jede Zielgruppe Pendler, Touristen, Geschäftsreisende die besten Mobilitätsdaten entwickeln. In Hessen hingegen glaubt man immer noch, die Mobilitäts-App der Zukunft selbst entwickeln zu müssen. Unsummen sind bereits dafür ausgegeben worden an Steuern und Gebühren und in nicht sonderlich innovative Projekte geflossen. Wir wollen stattdessen den Wettbewerb um die besten Ideen statt One Size
One-Size-Fits-All-Lösungen. Vor wenigen Minuten hat der RMV einen neuen Test innerhalb des Pilotprojekts RMV Smart vorgestellt, in dem seit vielen Jahren 30.000 Teilnehmer ein neues Tarifmodell erproben, von dem schon seit über 10 Jahren die Rede ist. Wir begrüßen das ausdrücklich, denn es ist überfällig, dass wir hier besser werden und auch bei der digitalen Fahrkarte den Anschluss an die Weltmetropolen wie London wiederherstellen. Wir glauben aber, dass die Innovation der Mobilitätsplattformen nicht von den Trägern des Nahverkehrs, sondern durch Wettbewerb um die beste Lösung auf dem Markt entsteht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und dazu müssen den Anbietern Echtzeitdaten diskriminierungsfrei zur Verfügung gestellt werden. Meine Damen und Herren, der Zugang zu Informationen hat Grundrechtscharakter. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union sichert jeder Person nicht nur das Recht auf freie Meinungsäußerung, sondern auch die Freiheit, ohne behördliche Eingriffe und über Staatsgrenzen hinweg Informationen und Ideen zu halten und weiterzugeben. Und diesem Grundsatz folgt auch die im Juni veröffentlichte EU-Richtlinie zu Open Data. Diese besagt explizit, dass nicht personenbezogene Daten von Behörden und öffentlichen Unternehmen grundsätzlich allen kommerziellen und nicht kommerziellen Nutzern zur Verfügung gestellt werden müssen. Und zwar, in elektronischer und maschinenlesbarer Form, diskriminierungsfrei und kostenlos oder auf kostenneutrale Weise. Mobilitätsdaten wie etwa Fahrplan- oder Echtzeitverkehrsdaten nehmen in der Richtlinie als eine von 6 Kategorien sogar eine Sonderstellung ein. Erfüllen wir europäische Ansprüche, damit wir nicht wieder abgehängt werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. In der Politik findet gerade ein Überbietungswettbewerb statt. Wer am meisten Engagement bei der Förderung künstlicher Intelligenz, der KI, zeigt? Ein paar Millionen hier, ein paar Millionen dort, und vielleicht ist auch noch Geld für ein KI-Zentrum in Cottbus übrig. Leider vergennt die Politik dabei allzu leicht, dass der Rohstoff, mit dem KI angetrieben wird, nicht Geld, sondern Daten sind. Daten sind das Gold der Digitalisierung. Wenn wir also die KI in Deutschland wirklich vorantreiben wollen, dann müssen wir uns in Hessen, in Deutschland und in der Europäischen Union für einen einfachen, diskriminierungsfreien und kostenlosen bzw. kostengünstigen Zugang zu öffentlichen Daten einsetzen. Und da reden wir selbstverständlich nicht über personenbezogene Daten. Es reicht nicht, sonntags das hohe Lied der KI zu singen und donnerstags dann im Hessischen Landtag auf der Digitalisierungsbremse zu stehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Meine Damen und Herren, der Zugang zu öffentlichen Daten bringt für uns alle enorme Vorteile. Das geht weit über den ÖPNV hinaus. Mit unserem Antrag beginnen wir damit aber hier. Wir brauchen aber darüber hinaus ein darüber hinausgehendes Open-Data-Gesetz. Es geht uns dabei nicht um die Googles, um die Apples dieser Welt. Wir dürfen aber dabei auch nicht ignorieren, dass viele Menschen auch deren Apps nutzen, dass viele Menschen im städtischen wie im ländlichen Raum sich damit orientieren wollen und Routen planen. Und der zitierte amerikanische Geschäftsreisende, der am Frankfurter Flughafen landet, wird sich nicht als erstes eine RMV oder auch wie immer geartete Insellösung herunterladen. Er hat sich bereits zu Hause informiert, wie er von Punkt A zu Punkt B kommt. Und der ÖPNV war da für ihn schlichtweg nicht verfügbar. Und er denkt sich dann, der amerikanische Geschäftsreisende, die haben in Deutschland offenbar nicht mal Busse und Bahnen. Und als nicht verfügbar erscheint der ÖPNV offensichtlich auch vielen Menschen hier. Denn der Fahrgastverband, der Fahrgastrechteverband kritisiert, dass man die Daten des ÖPNV in Hessen
nicht komplett über Google Maps oder über Apple-Karten einsehen kann. Mit unserem Vorstoß machen wir den ÖPNV in Hessen attraktiver, machen wir den ÖPNV insgesamt attraktiver, indem wir Millionen von Pendlern, Geschäftsreisenden, Touristen eine auf sie zugeschnittene, optimale, komfortable Reiseplanung ermöglichen. Stärken wir die Kreativwirtschaft, die Programmierer, die Designer, die Start-ups, und erfüllen wir endlich die Vorgaben, die uns die EU-Gesetzgebung macht. Die Digitalisierung bietet so viele Chancen, auch für die Mobilität. Regulieren wir sie und planen wir sie nicht zu Tode. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Stirböck. Als nächstes gebe ich das Wort Herrn Kollegen Enners von der AfD. Und in der Zeit, in der er hier vorkommt, möchte ich die Kolleginnen und Kollegen, die sich um das hessische Untersuchungsausschussgesetz kümmern, darauf hinweisen, dass sich die Arbeitsgruppe um 16 Uhr, das heißt in 9 Minuten, in 321K trifft. Ich glaube, ich habe als Pausenfüllung gerade richtig gedient. Sie haben das Wort. Hervorragend. Herr Präsident, meine Damen und Herren, eine möglich hessische Zukunft bezüglich Wege- und Reiseplanung könnte folgendermaßen aussehen. Sie nehmen Ihr Smartphone zur Hand, starten eine App und geben dort die Zieladresse ein. Innerhalb kürzester Zeit erhalten Sie einen vollständigen Reiseplan, den Sie direkt mit der App buchen können. Die Reise beginnt mit dem kurzen Fußweg zur nächsten Bushaltestelle. Die auf dem Smartphone angezeigte Echtzeitdarstellung des Standortes des Busses, den Sie nehmen wollen, gibt Sicherheit bei der Zeitplanung. Mit dem ausgesuchten Bus kommen Sie zum nächsten Haltepunkt der Bahn, von wo aus Sie eine Regionalbahn zum nächstgrößeren Bahnhof bringt. Von dort fahren Sie mit dem durch die App passend gebuchten ICE an den gewünschten Zielbahnhof. Dort angekommen können Sie den Bus besteigen. Vielen Dank. Die Fahrkarte hält die App nämlich schon bereit. Auch hier sehen Sie aufgrund der Echtzeitdarstellung die Minuten, die Sie gegebenenfalls noch warten müssen. Die letzten 4 Kilometer von der Bushaltestelle zum Ziel der Fahrt wird mit einem Taxi zurückgelegt, das durch die App zeitnah an die Bushaltestelle beordert wird. Die Bezahlung des Taxis erfolgt mit Hilfe der App am Ende der Fahrt. Dieses ist ja bereits jetzt schon möglich. Meine Damen und Herren, allein in diesem Beispiel wären 5 verschiedene Unternehmen involviert, die ihre Daten offen zur Verarbeitung in einer einzigen App zur Verfügung stellen. Alle Tickets und der Fahrpreis des Taxis können mit nur einer App gekauft und bezahlt werden. Die App informiert mittels Push-Verbindungen über mögliche Verspätungen, Ausfälle oder Ähnliches. Im besten Fall schlägt die App auch direkt Reisealternativen vor. Hinzu kommt, dass in diese App auch Car- und Bikesharing-Unternehmen mit eingebunden werden, sodass quasi ein Rundum-Sorglos-Paket für Reisende geschnürt wird. Es dürfte deutlich werden, dass ein einzelner Verkehrsverbund oder Verkehrsbetrieb allein nicht in der Lage ist, die vom Reisenden benötigte vielfältige Informationen in Gänze bereitzustellen. Die hessischen Verkehrsverbünde stellen ihre Daten leider nur zum geringen Teil als sogenannte offene Daten zur Verfügung. Die Echtzeitdaten, also wo sich ein Bus oder ein Zug befindet, werden meist gar nicht bereitgestellt. Es sind aber genau diese Daten, die von den App-Entwicklern und Betreibern benötigt werden, um ein funktionierendes System als effektiven Beitrag zu einer möglichen Verkehrswende bereitzustellen. Der Wettbewerb im Entwicklungssektor sorgt automatisch für das Entstehen hochwertiger Apps. Und ich denke hier auch ganz besonders an Apps für Menschen mit körperlichen Einschränkungen. Meine Damen und Herren, auf Bundesebene ist das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung bereits vorhanden. Und dieses Gesetz geht in die richtige Richtung, um entsprechende Voraussetzungen zu schaffen. Wenn wir nun auf Landesebene dafür sorgen, dass Verkehrsverbünde und Infrastrukturbetreiber ihre Daten zu Fahrplänen, Streckennetzen und dazu noch die Echtzeitinformationen allen Menschen kostenfrei online zur Verfügung stellen, dann sollten wir das dringend auch zeitnah umsetzen. Mit einem Blick in die Nachbarländer Schweiz, Niederlande und Frankreich wird deutlich, dass es möglich ist, denn diese Länder stellen die gewünschten bzw. benötigten Daten in einer Open-Data-Lizenz bereits seit Längerem zur Verfügung bzw. bauen die entsprechenden Datenportale auf und weiter aus.
So haben die Schweizer Bundesbahnen, die SBB, bereits frühzeitig erkannt, dass Open Data den kreativen App-Entwicklern Unterstützung beim Aufbau von attraktiven Informations- und Serviceangeboten bietet. Die Daten führen zu Innovationen, und dies steigert wiederum die Attraktivität des schweizerischen ÖPNV. Dazu ist noch zu sagen, dass die Bereitstellung der Daten in der Schweiz auf einem nationalen Portal in einheitlicher Form stattfindet. Auch hier in Deutschland sind wir mit der Initiative Deutschland Mobil 2030, der Plattform Delphi und dem Verbund Open Data ÖPNV auf dem Weg in die richtige Richtung, die Daten zentralisiert öffentlich zu machen. Leider sind aber, z.B. der Plattform Delphi, nur 17 Partnerunternehmen angeschlossen. Dem Zusammenschluss Open Data ÖPNV gehören lediglich 9 Verkehrsverbünde an. Dies zeigt deutlich, meine Damen und Herren, dass diese Maßnahmen sowohl auf Bundesebene durch die zentrale Speicherung als auch auf Landesebene durch entsprechende Open Data Gesetze wesentlich beschleunigt werden müssen. Die Landesregierung sowie der Bund müssen sich dabei auf eine Standardisierung einigen, denn genau damit werden Innovationen auch gefördert. Eine der elementaren Voraussetzungen ist, dass ein freier Zugang zu den Echtzeit-Fahrgastinformationen stattfinden kann. Hier müssen technische und vor allem rechtliche Hürden abgebaut werden. Und wenn die Hessische Landesregierung und die Bundesregierung die Sache nicht schnellstens angehen, verlieren wir im internationalen Wettbewerb immer mehr, und dies auch in anderen Technologien. Wie Echtzeitdaten sinnvoll genutzt werden können, zeigen z.B. die Lkw-Parkleitsysteme. Man kann also nur sagen, es besteht dringender Handlungsbedarf seitens der Landesregierung zu diesem Thema. Und dass natürlich auch Estland, mein persönliches Vorzeigeland der Digitalisierung, ebenfalls dabei ist, muss eigentlich nicht wirklich erwähnt werden, sollte uns aber Ansporn sein, in der Sache das Richtige zu tun. Wir stimmen somit dem Antrag der FDP zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Enners. Als Nächsten darf ich aufrufen für die Fraktion der GRÜNEN den Kollegen Leveringhaus. Kollege, Sie haben das Wort. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen! Als jemand, der viel und oft, und ich gebe auch gerne zu, auch gerne mit dem Nahverkehr unterwegs ist, kann ich die Intention des Antrages ja vollkommen nachvollziehen. Ja, es wurde ja gerade schon einmal skizziert, so eine kleine Geschichte, wie ist man mit dem ÖPNV unterwegs. Auch ich habe mir da etwas aufgeschrieben. Ich möchte von A nach B kommen. Ich gebe in ein wie auch immer geartetes Programm ein, von A nach B, bekomme dann die Auskunft. Vielen Dank. Gehen Sie aus dem Haus, 50 Meter die Straße runter, steht ein Leihfahrrad, fahren Sie zur Bushaltestelle, 4 Minuten warten, mit dem Bus zum Bahnhof. Dort warten Sie noch 5 Minuten auf den Regionalexpress, der Sie zum Zielbahnhof bringt. Und die letzten Meter bis zum wirklichen Ziel, das Carsharing-Auto ist direkt vor dem Bahnhof, ist sogar ein E-Auto, können Sie dann nutzen, haben 2 Stunden Zeit, dann ist für jemand anders gebucht. Das sollte das Ziel sein. Und es ist natürlich klar, dass wir dafür nicht nur die festen Fahrplandaten brauchen, sondern dass da auf Echtzeitdaten zurückgegriffen werden muss, denn sonst funktioniert dieser Verkehrsmix oder dieser Mobilitätsmix halt nicht. Doch was am Anfang so einfach klingt, ist es halt, so ist es ja meistens, am Ende nicht. Und wir müssen uns von Anfang an auch klar sein, dass wir über die Daten, über die wir hier reden, die Daten der Verkehrsverbünde, dass sie einen Wert an sich darstellen, dass sie erstellt worden sind mit dem Geld der Fahrgäste und letztlich der Steuerzahlerinnen hier in Hessen oder auch, wenn wir es von deutschlandweit betrachten, in Deutschland. Wir sollten uns also durchaus sehr viele Gedanken darüber machen, wie wir mit diesen Daten umgehen und vor allem wem und wie wir sie zur Verfügung stellen. Gleichwohl sind wir natürlich aus verschiedenen Richtungen schon auf dem Weg zu diesem Ziel. Auf EU-Ebene, auf Bundesebene, auf Landesebene und bei den Verkehrsverbünden. Sie nennen in Ihrem Antrag, in der Begründung, eine EU-Richtlinie. Sie haben sie auch in Ihrer Rede gerade noch einmal erwähnt, die sich mit offenen Daten und der Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors beschäftigt. Ich kann noch eine weitere EU-Richtlinie ins Spiel bringen, die 2017/1926, die regelt, dass der Zugang zu statischen Mobilitätsdaten des öffentlichen Verkehrs erfolgen muss. Man kann sich jetzt darüber streiten, welche dieser beiden Richtlinien weiterführend ist.
unstrittig ist, dass die Richtlinie 1926 viel eher greift. Denn hier haben wir als Stichtag den 1. Dezember 2019, also nicht ganz nur etwas mehr als einen Monat, und nicht wie in Ihrer Richtlinie in mehreren Monaten, um nicht zu sagen Jahren. Und die Regelung, dass die Mobilitätsdaten zur Verfügung gestellt werden müssen über einen nationalen Zugangspunkt, einschränkend gebe ich hinzu, wir reden hier über statische Daten und nicht über Echtzeitdaten, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber die Verkehrsverbünde sind ja auch nicht untätig. Ich will hier ein paar Beispiele nennen. Da wäre z. B. die interoperable Produkt-Service-Schnittstelle oder kurz IPSI. Hier können Verkehrsunternehmen aus ganz Deutschland ihre Tarife untereinander als Handyticket anbieten. Und das funktioniert auch schon. Die Menschen brauchen dann nicht mehr in jedem Verkehrsverbund eine eigene App, die sogenannte Insellösung, sondern sie können in quasi vertrauter Umgebung ihr Handyticket auch am Zielort kaufen. Eine Zusammenarbeit gibt es hier z. B. zwischen den Kölner Verkehrsbetrieben und unserem hessischen Verkehrsverbund, dem RMV. Und ich weiß, und das macht auch wahrscheinlich kaum jemand, weil es extrem nervig und zeitaufraubend ist, sich in Zielort eine eigene App herunterzuladen, sich vielleicht noch registrieren zu müssen, macht man nicht. Deswegen ist IPSI hier ein sinnvoller Weg. Ein anderer ist Mobility Insight. Ich zitiere mal von deren Homepage. Der gesamte öffentliche Verkehr vereint in einer gemeinsamen Plattform. Ein Ticket, eine Anmeldung, alle Angebote. Mobility Insight vereint den gesamten öffentlichen Verkehr in einer intermodalen Plattform, von der Verbraucher und Anbieter nachhaltig profitieren. Dieses Angebot des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen schafft eine gemeinsame Plattform, die bundesweit eine Vernetzung der unterschiedlichen Tarife, Tickets und Fahrplaninformationen im öffentlichen Nah- und Fernverkehr möglich macht. Und dazu gab es erst gestern in der Süddeutschen Zeitung einen etwas längeren Bericht. Ausdrücklich genannt in diesem Bericht wurden die Deutsche Bahn als Teilnehmer, die Münchner Verkehrsbetriebe und der RMV. Also sind wir da in Hessen wohl doch nicht so schlecht. Mobility Insight geht jetzt in eine Testphase. Dafür werden sogar noch Leute gesucht. Also wenn Sie an der Zukunft mitarbeiten wollen, Handy gezückt, sich angemeldet, vielleicht haben Sie Glück und können mit teilnehmen. Und noch ein Blick in die direkte Nähe, ein paar Kilometer östlich von hier, das House of Logistics and Mobility. Dort können ExpertInnen aus verschiedenen Bereichen an den Innovationen für den öffentlichen Nahverkehr der Zukunft arbeiten. Erstmalig in Deutschland ist hier seit Anfang 2019 möglich, unternehmensübergreifend Konzepte und Geschäftsmodelle im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs zu entwickeln. Ich hatte auch am Anfang den Bund erwähnt. Dort ist man auch nicht untätig. Ich komme noch einmal zurück auf die Richtlinie 1926, die ich erwähnt habe, und den Stichtag 1.12.2019. Hier hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur klargemacht, dass sie bis Ende des Jahres einen Tätigkeitsbericht haben wollen, damit wir eben in diesem Bereich vorankommen und Entwicklungen nicht verschlafen. Und es wird gleichzeitig vom selben Ministerium geprüft, ob man Verkehrsunternehmen zur Zusammenarbeit für multimodale Apps verpflichten kann. Zum Beispiel in Finnland ist dies gesetzlich geregelt, und man schaut sich beim BMVI halt gerade ganz genau an, ob dies nicht auch ein Modell für Deutschland wäre. Kurz zusammengefasst, es wird aktuell auf verschiedenen Ebenen, von der EU bis Landesebene, an dem Thema Mobility as a Service gearbeitet. Wir brauchen daher kein Open-Data-Gesetz, damit die hessischen Verkehrsverbünde nicht personenbezogene Echtzeitmobilitätsdaten an Mobilitätsplattformen weiterleiten dürfen. Ich weiß, antragstellende Fraktion, die FDP, Digitalisierung first, Bedenken second. Aber so etwas kann man halt als Oppositionspartei fordern. Als regierungstragende Fraktion muss man sich auch um die Rahmenbedingungen und die Folgen kümmern. Und ich sage es ganz klar, den schon heute dominierenden Plattformen, bei denen man selbst in den USA über eine Zerschlagung mittlerweile ernsthaft und intensiv diskutiert, jetzt weitere Daten zur Verfügung zu stellen, denen ein weiteres Standbein zu geben, mit dem sie arbeiten können, ist für mich kein Weg, den wir gehen sollten, vor allem, da wir selber schon, das habe ich ausgeführt, dran sind, Modelle hier aufzubauen. Mobility Insight war ein deutschlandweites Konzept, wenn man zugehört hat. Und Sie erwähnen, wie gut diese Freigabe der Daten für IT-Entwickler und Start-ups wäre, auch noch einmal in der Rede erwähnt. Diese Plattformen, über die wir reden, die Google und Facebook dieser Welt, die werden ja von zwei Effekten getragen. Das ist einmal der Netzwerkeffekt und einmal der Login-Effekt, der die Netzwerke immer stärker macht. Was würde denn passieren, wenn wir die Daten freigeben? Wir stärken nur durch diese zwei Effekte wieder diese großen Player. Ich sehe dann
wirklich kaum Chancen für Start-ups hier aus Kassel, Frankfurt, Darmstadt, was auch immer, sich da noch dran zu hängen und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ganz im Gegenteil, jetzt ist es ja so, dass unsere Verkehrsverbünde, und jetzt erwähne ich auch mal den anderen, nämlich den Nordhessischen Verkehrsverbund, jetzt schon Schnittstellen auf Anfrage und Prüfung anbieten können. Die Herren können das Gespräch gerne. Danke. Ich denke, ich habe ausgeführt, dass wir aus den genannten Gründen Ihren Antrag nicht zustimmen werden können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächsten habe ich hier Herrn Eckert von der SPD auf der Rednerreihenfolge. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat ist es richtig, dass die Digitalisierung gerade im Bereich der Mobilität einer der entscheidenden Treiber ist und sein muss, um Vernetzung, Intermodalität, um Verkehrswende tatsächlich in unserem Land hinzubekommen. Denn nur mit einer intelligenten Vernetzung und Verzahnung sorgen wir neben dem Ausbau eines flächendeckenden, bezahlbaren ÖPNV-Angebots in allen Teilen unseres Landes tatsächlich für ein Angebot, über das wir alle hier munter debattieren, für ein Angebot, damit eine Veränderung im Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land überhaupt möglich wird und Nachfrage einfach und direkt in Hessen ermöglicht werden kann, meine Damen und Herren. Und Sie von den Freien Demokraten sprechen in Ihrem Antrag in der Tat auch von einer Richtlinie. Auch ich habe mir eine andere Verordnung noch mit herangezogen, weil ich davon überzeugt bin, dass das den Kern der Debatte eher trifft. Und wir aber auch sehen, was es tatsächlich an Möglichkeiten und Schritten in dem Bereich gibt. Die berühmte von Ihnen erwähnte Richtlinie 40 aus 2010, die da ergänzt wird durch die Verordnung 1926 aus 2017, nämlich zur Bereitstellung EU-weiter multimodaler Reiseinformationsdienste. Meine Damen und Herren, damit, es wurde gerade eben schon erwähnt, werden nämlich alle Anbieter werden die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, einen nationalen Zugangspunkt zu schaffen, über den elektronische Daten der öffentlichen und individuellen Verkehrssysteme bereitgestellt werden können. Auch das Thema Delphi wurde eben mit erwähnt, das, was wir sozusagen gerade in dem Bereich haben. Delphi ist ein Kooperationsnetzwerk aller Bundesländer und weiterer Partner und schafft genau die technischen Voraussetzungen zur Beauskunftung länderübergreifender Reiseketten. Die statischen Daten des öffentlichen Personennahverkehrs, des Schienenpersonennahverkehrs und des Schienenpersonenfernverkehrs sind obligatorisch zur Verfügung zu stellen. Und auch diese werden, ich kritisiere im Zweifelsfalle, aber in Hessen auch fristgerecht zum 1. Dezember dieses Jahres zur Verfügung gestellt. Künftig soll neben dem bereits praktizierten Austausch an Fahrplan-Solldaten auch die gegenseitige Bereitstellung der Echtzeitdaten umgesetzt werden. Somit wird künftig über die beteiligten Auskunftssysteme eine bundesweit aktuelle Verbindungsberechnung unter Berücksichtigung von Echtzeitdaten über Landesgrenzen hinaus gegeben werden können, die beispielsweise auch Alternativrouten im Störungsfall bieten wird. Oder schauen wir uns die Open-Data-Plattform bundesweit an, bei der sich NVV und RMV, ich versuche sie gerade beide mit jeweils zu erwähnen, beteiligen, bei denen entsprechend künftig deren Datensätze auch aus Delphi mit heraus abgerufen werden können. Sie haben Mobility Insight angesprochen, bei denen Sie vieles Richtige durchaus gesagt haben, was die Verbünde auch entsprechend gerade in dem Bereich erwähnen. Im Übrigen, Herr Stirböck, wenn Sie unterwegs sind, Sie können aber auch z. B. bei einem Bundesunternehmen wie der DB schauen in deren App. Da kriegen Sie ganz viele Anschlussverbindungen, nämlich jetzt auch schon gezeigt. Leider Gottes nicht immer und überall in Echtzeit. Ich habe auch schon am Bahnhof in Hessen gestanden, und die App hat mir gesagt, der Zug ist gerade an Ihnen vorbeigefahren, nur da war kein Zug. In der Tat, es gibt Veränderungs- und Verbesserungsbedarfe. Aber es ist mitnichten so, dass es in dem Bereich keine Angebote gibt, meine Damen und Herren. Deswegen will ich aber eins, und das ist der Unterschied, und darauf will ich eingehen bei Ihrem Antrag, eben nicht so, dass es darum geht, Daten der öffentlichen Hand, der Verbünde einseitig und nicht auf Augenhöhe an Dritte weitergegeben werden müssen, ohne dass wir überhaupt etwas zurückbekommen.
ohne dass es irgendwie eine Steuerung der öffentlichen Hand im öffentlichen Verkehr gibt und ohne dass wir einen Nutzen für uns alle generieren können, sondern bisher einzig und allein für den monetären Nutzen weniger zur Verfügung gestellt werden soll. Und das ist das, wenn Sie erwähnen, was in anderen Bundesländern auch passiert, was andere Bundesländer auch praktiziert haben, bunt durch das Parteienfarbspektrum hinweg, dann sehen wir doch genau, dass das zur Verfügungstellen einseitig der öffentlichen Hand von Daten dazu führt, dass, nennen wir das Kind doch beim Namen, Google und andere dann tatsächlich zu Gatekeepern für Mobilität mit Monopolstellung werden, meine Damen und Herren, die alleine dann nachher darüber entscheiden, welche Angebote Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich gezeigt bekommen. Und wenn wir in Bundesländern sehen, dass über diese Plattformen tendenziell z.B. eher ein Angebot von Uber als mögliche Fortbewegungsmöglichkeit dargestellt wird und nicht die nächste Straßenbahnhaltestelle, dann merken wir doch, dass es sozusagen auch noch andere Interessen dabei gibt. Und deswegen, meine Damen und Herren, wenn wir über das Zurverfügungstellen von Daten sprechen, dann sprechen wir über das Zurverfügungstellen auf Augenhöhe, wechselseitig und nicht einseitig nur zugunsten entsprechend dieser Plattform, meine Damen und Herren. Und deswegen lassen Sie mich auch auf das zu sprechen kommen, was wir tatsächlich zur Steuerung und zur Regulierung in dem Bereich brauchen. Dass, wenn wir als SPD Anfang dieses Jahres einen Vorschlag auch gemacht haben, den ich nach wie vor wichtig, richtig und zielführend halte, dass wir ihn weitergehen, nämlich ein Daten-für-alle-Gesetz, wo wir genau beschreiben, dass ein Teil des Datenbestandes, den jeweils Unternehmen dabei auch haben, auch die öffentliche Hand hat, mit Wettbewerbern geteilt werden müssen. Dass wir einen Entwurf haben, der sich nämlich gegen das Entstehen von Datenmonopolen richtet. Denn nur durch das Verhindern von Monopolen ermöglichen wir den Wettbewerb, von dem Sie gesprochen haben, Herr Stirbe. Das ist der große Dreh- und Angelpunkt. Es geht darum, dass große Datenmengen in den Händen von nur wenigen Unternehmen zwangsläufig nämlich zu einer Zweiklassengesellschaft in der Digitalwirtschaft führen. Daten, die als Allgemeingut gelten und zu gelten haben, das sind z.B. diese Mobilitäts- und Geodaten. Aber uns geht es darum, die Macht der großen Datensilos in Potenzial für Wettbewerb und gesellschaftlichen Fortschritt zu öffnen. Das ist Dreh- und Angelpunkt aller Bestrebungen im Bereich der Regulierung, meine Damen und Herren. Und deswegen, ich bleibe dabei, es geht um die Augenhöhe. Es geht nicht darum, dass wir die Daten als öffentliche Hand, die Verbünde, die Daten zur Verfügung stellen und Google und andere damit ihren Gewinn erwirtschaften, aber Allgemeinheit keine Möglichkeit hat, daran zu partizipieren. Wir können keinen Einfluss nehmen, und wir können auch nicht auf deren Daten umgekehrt zurückgreifen und unsere Angebote damit weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, das große Thema, dass wir, ich finde den Begriff ganz schön, die Innovationskraft des Free Flow of Data mit dem Datenschutz versöhnen und deutlich machen, dass Datenschutz und Big Data funktionieren, wenn wir die Regeln hinbekommen und mit einem Daten-für-alle-Gesetz auch tatsächlich strukturieren und für die Zukunft fit machen. Deswegen, meine Damen und Herren der Freien Demokraten, halte ich Ihren Ansatz, so wie Sie ihn auch beschrieben haben, eben entsprechend falsch. Es ist wichtig, dass wir bundes- und europaweit tatsächlich Regulierung vornehmen können, damit nicht Daten der öffentlichen Hand einseitig zur Gewinnmaximierung einzelner Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Meine Damen und Herren, was ich natürlich ansprechen will, ist in dem Falle, dass die Verbünde da auch viel tun, dass da viel Potenzial mit drinsteht und die Verbünde auch eine ganze Menge Gehirnschmalz reinstecken, damit wir ein digitales, modernes Angebot für die Nutzerinnen und Nutzer in Hessen und darüber hinaus haben. Aber ehrlicherweise hätte ich gerne dort, und es ist ja jetzt schön, dass sich sozusagen zwei Ministerien da tatsächlich darum kümmern, nämlich einmal der Verkehrsminister und die Digitalministerin, wenn wir das nämlich tatsächlich bündeln und sagen, was soll denn in dem Bereich tatsächlich passieren? Das eine ist nämlich der Verkehrsbereich, das andere ist aber der Regulierungstatbestand über das Thema Datenrecht, Datenschutz. Und da hätte ich gerne im Übrigen ein bisschen mehr Unterstützung, meine Damen und Herren, der Landesregierung, dass die Verbünde diesen Weg, den sie beschreiten wollen, eben mit diesen Plattformen auch intensiver gehen können und wirklich ein Angebot weiterentwickeln können. Das ist die Verantwortung auch des Landes. Dafür brauchen wir ein bisschen weitere und bessere Unterstützung durch das Land. Und wenn die Ministerin
ein weiteres Betätigungsfeld braucht, damit auch unser Ausschuss sich weiterhin mit den Themen beschäftigt. Die Opposition arbeitet daran, dass auch tatsächlich mit den Themen gearbeitet wird, die in diesem Land wichtig sind, wenn die Landesregierung schon selber nichts in dem Bereich einzubringen hat. Da freue ich mich auf die weitere Debatte und dass wir durchaus diskutieren können, welche Impulse für ein Daten-für-alle-Gesetz in Deutschland aus Hessen herauskommen können, damit wir wirklich Digitalisierung im Bereich der Mobilität für alle organisieren können, was nicht einseitig nur zugunsten von Google und Co. gestrickt wird. Denn im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer brauchen wir einen anderen rechtlichen Hintergrund. Und da hat die SPD wichtige und gute Hinweise gegeben, über die wir weiterhin diskutieren können. Herzlichen Dank. Für die CDU-Fraktion darf ich Herrn Bamberger ans Rednerpult bitten, der als Nächster sich zu Wort gemeldet hat. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, verehrte Kollegen! Digitalisierung ist mehr als nur ein Modethema. Digitalisierung verändert alle unsere Lebens-, Alltags- und Arbeitsbereiche zum Teil grundlegend und stellt in der Menschheitsgeschichte einen Meilenstein dar, der auf einer Stufe mit der Industrialisierung zu sehen ist. Die Digitalisierung mit ihrer geradezu atemberaubenden Dynamik bietet enorme Chancen, trägt aber auch große Risiken in sich. Die Digitalisierung erfordert, wenn die Politik in diesem Feld einen Gestaltungsanspruch an sich selber stellt, eine enge Begleitung nicht nur in der politischen Diskussion, sondern auch in konkretem Handeln und Gestalten. Diesem Anspruch wird das Land Hessen auf vielfältige Weise gerecht. Sie wissen, dass wir die Themen der Digitalisierung nicht nur als erstes Bundesland überhaupt, vielen Dank, in einem eigenen Ministerium gebündelt haben, sondern dass wir in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Strategien und Initiativen auf den Weg gebracht haben. Die FDP spricht heute mit ihrem Setzpunkt ein verkehrspolitisches Themenfeld an, das für die Mobilität der nahen Zukunft von großer Bedeutung ist. Und Herr Stirböck, ich danke Ihnen ausdrücklich dafür, dass Sie dieses Thema heute auf die Agenda setzen. Gleichwohl ich mit der Verwendung von Superlativen, wenn man sich selbst als Digitalisierungspartei oder als ÖPNV-Partei bezeichnet, da muss man schon vorsichtig mit umgehen, finde ich. Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP-Fraktion, dass Sie uns heute die Gelegenheit geben, über einen zugegebenermaßen eher speziellen Aspekt der Digitalisierung in der Mobilität zu sprechen. Wir werten das auch ein Stück weit als Anerkennung der Leistungen dieser Landesregierung und der schwarz-grünen Koalition. Denn in all den großen Themen, ich möchte es Ihnen doch erklären, Herr Pürsün, jetzt hören Sie erst einmal einen Moment zu. Denn in all den großen Themen der Digitalisierung, wie z.B. Infrastruktur, Bildung und Landesverwaltung, aber auch in der Mobilität, sehen Sie reichlich Bewegung und Eifrigkeit der Landesregierung. Und so müssen Sie schon etwas tiefer wühlen und suchen, um ein scheinbar unbestelltes Handlungsfeld aufzubringen, in dem Sie Ihre unbestrittene Digitalkompetenz unter Beweis stellen können. Kollege Leveringhaus ist ja schon auf einige fachliche Aspekte eingegangen. Das muss ich jetzt nicht noch einmal alles wiederholen. Und Herr Eckert, es fällt mir echt schwer, aber auch weite Teile Ihres Beitrages kann ich nur unterschreiben und darf auch darauf noch einmal Bezug nehmen. Stattdessen möchte ich Ihnen einen Überblick über die laufenden Aktivitäten des Landes Hessen verschaffen. In Ihrem Antrag fordern Sie die Hessische Landesregierung auf, ein Open-Data-Gesetz vorzulegen, um die digitale Transformation in der Mobilität zu unterstützen. Das ist ein ehrenwerter Gedanke, das ist gut gemeint, geht aber aus unserer Sicht an der Sache vorbei. Denn nicht scheinbar fehlende Rechtsgrundlagen stellen in diesem Thema ein Hindernis dar, sondern schlicht technische Herausforderungen wie Datenkonformität, Schnittstellen, Daten- und Softwarekompatibilitäten usw. Und genau hier setzen wir doch mit den beiden eingangs erwähnten Strategien an. Ich bringe sie noch einmal in Erinnerung. Die Strategie Digitales Hessen vom März 2016
und die Hessen-Strategie Mobilität 2035 unter dem Titel Hessen wird Vorreiter der Verkehrswende aus 2018. Da formulieren wir nicht nur unseren politischen Willen, sondern wir beschreiben dort auch ganz konkrete Maßnahmen. Ich zitiere aus dem Vorwort des Ministers Tarek Al-Wazir: Mit Bundes- und Landesmitteln verstärken wir ab 2018 unsere bereits überdurchschnittliche Förderung nachhaltiger Mobilität nochmals. Unser neu gegründetes Fachzentrum Nachhaltige urbane Mobilität im House of Logistics and Mobility ist eine zentrale Plattform, um Know-how sowie alle Aktivitäten zu bündeln und auch über Hessen hinaus wirken zu können. Im Weiteren spricht er das Erfordernis an, alle Verkehrsträger intelligent miteinander mit Hilfe digitaler Technologien zu vernetzen. Und das kommt ja, trägt ja Ihrem Gedanken ja auch Rechnung, den Sie heute hier vorgetragen haben. Und so weiter, denn dann ist es eine der vielen Chancen der Digitalisierung, die wir nutzen wollen, um Vorreiter der Verkehrswende zu werden. Die Mobilität junger Menschen sieht heute so aus, dass ihre Smartphones zunehmend wichtiger sind als ein eigenes Auto. Wir sprechen vom Smartphone als Organisationsmittel für Mobilität und Alltag. Das Smartphone ist damit ein wesentlicher Treiber multimodaler Mobilitätsketten. Für die Verkehrsverbünde liegt darin die Chance, und da ist dann RMV oder NVV, das ist mir dann an der Stelle gleich, alle Verkehrsverbünde und auch alle sonstigen Verkehrsanbieter sind gemeint, sich zu multimodalen und optionalen Verkehrsanbietern weiterzuentwickeln. Unsere Aufgabe ist es als Politik, für diese Entwicklung der Mobilität die Grundlagen zu schaffen. Und darin stimmen wir mit Ihnen, verehrte Kollegen der FDP, ja auch überein. Mit der Installation des Holm haben wir ein bundesweit einmaliges Wissenschafts- und Kompetenzzentrum geschaffen, aus dem heraus wir die verschiedenen Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft konkret darin unterstützen, Lösungen für all die Herausforderungen zu entwickeln, die in der Verkehrswende für uns liegen. So erfolgreich, wie sich das Holm in den 5 Jahren seit seiner Gründung entwickelt hat, bin ich zuversichtlich, dass die Fortschritte in diesem Bereich dynamischer und schneller sein werden, als wir uns das eigentlich ursprünglich vorgenommen hatten. Ich fasse unsere hessischen Aktivitäten, welche sich aus der Strategie Digitales Hessen ergeben, abschließend noch einmal kurz zusammen. Etablierung digitaler Transformation im Holm, die eben das von Ihnen aufgegriffene Thema des Austauschs großer Datenmengen zum Inhalt hat. Ausbau der Förderung von Start-ups im Mobilitätssektor, unter anderem durch das Zentrum für Satellitennavigation Hessen, CESA abgekürzt. Stärkung der digitalen Infrastruktur des ÖPNV für die multimodale Verkehrsnutzung über eine Reihe von Einzelmaßnahmen. Entwicklung einer Strategie von Mobilitätsdaten, die Systemarchitekturen, Cloud-Anwendungen und Geschäftsmodelle einschließlich der Rechts- und Finanzierungsgrundlagen berücksichtigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, es wird sehr deutlich. Wir tun eine ganze Menge, und es wurde eben gerade auch in den vorangegangenen Redebeiträgen deutlich, wir sind in vielen Punkten schon längst dort, wo Sie uns gerne hinhaben möchten. Alle diese Zukunftsfragen der Mobilität werden weiterhin von einem weiteren Kompetenzzentrum, den Kompetenzcluster Intelligente Transport- und Verkehrssysteme Hessen, ITS Hessen, mit begleitet. Sie sehen also, die Aktivitäten des Landes Hessen im Thema der vernetzten Mobilität sind vielfältig und intensiv. Ich wiederhole, es mangelt nicht an zusätzlichen bürokratischen, gesetzlichen Grundlagen, um das Ziel der multimodalen, digital vernetzten Mobilität zu erreichen. Vielmehr nähern wir uns der Erreichung dieses Ziels bereits jetzt mit sehr großen Schritten. Und daher lehnen wir Ihren Antrag ab. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für DIE LINKE hat sich Herr Felstehausen gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lieber Oliver Stirböck, machen Sie Offenbach nicht schlechter, als es ist. Hat es nicht verdient. Weil, ja, wenn man tatsächlich dann Internet auch nutzen kann, stellt man fest, Offenbach ist nicht das schwarze Loch, in das man fällt. Auch nicht, wenn man aus den USA kommt, sondern sehr wohl werden Verkehrsverbindungen auch heute schon nach Offenbach ausgewiesen. Zugegeben, ich habe gerade geguckt, wir gucken gleich noch einmal gemeinsam. Wir gucken gleich noch einmal gemeinsam gerne drauf. Von 15.58 Uhr bis 16.28 Uhr werden da 6 Verbindungen ausgewiesen. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht der,
Das ist gar nicht der Punkt unseres Streites. Das ist nicht der Punkt unseres Streites, ob es 5 oder 7 sind. Und zugegeben, richtig, es fehlen auch noch welche. Daran muss gearbeitet werden. Aber jenseits der Frage, welche Verkehrslinien dort heute schon ausgewiesen wird, geht es für uns als LINKE um die Frage, mit welcher Intention dieser Antrag eigentlich hier eingebracht worden ist, weil alle Vorrednerinnen und alle Vorredner, nee, es waren wieder mal nur Männer, ne? Es waren nur Männer, obwohl das Thema eigentlich breiter sein könnte. Alle Vorredner haben deutlich gemacht, das stimmt. Alle Vorredner haben deutlich gemacht, dass die einschlägigen EU-Richtlinien längst schon verabschiedet sind und damit, dass es Verordnungen sind, auch in unmittelbares nationales Recht überführt werden. Das heißt, die Voraussetzungen dafür und die rechtliche Verpflichtung, diese Daten zukünftig auch im Verkehrssektor bereitzustellen, sind gegeben und müssen umgesetzt werden. Worüber gestritten wird, ist aber etwas, was die FDP hier an dieser Stelle verschwiegen hat. Nicht die Frage, ob und was zur Verfügung gestellt wird, ist der große Streitpunkt, sondern gestritten wird um die Frage der Vergütung. Also werden Daten, und es ist richtig gesagt worden, Daten als Währung der Zukunft, werden diese Daten zukünftig vollkommen kostenfrei zur Verfügung gestellt oder muss dafür ein entsprechendes Entgelt bezahlt werden, wenn ich Daten nutze, die ein anderes Unternehmen generiert hat und die letztendlich auch ein Stück ihrer digitalen Wertschöpfungskette sind. Und was die FDP hier macht, und das macht sie erstaunlicherweise aber nur gegenüber öffentlichen Einrichtungen, ist, dass sie die Enteignung dieses Datenschatzes an der Stelle fordert. Die Enteignung in der Form, als dass alle darauf kostenfrei zugreifen sollen, ohne dass sie sich an den Kosten, die daraus entstehen, auch tatsächlich beteiligen. Meine Damen und Herren, die Daten zu Zugverbindungen, zur Auslastung, zu Verspätungen, das sind wichtige Steuerungsdaten aus dem operativen Geschäft. Ein Teil davon muss freigegeben werden, aber eben nicht alle. Und das große Interesse, was wir jetzt natürlich feststellen, ist, und das wurde hier auch schon völlig richtig gesagt, auf diese Daten wollen sich gerne die großen Datenmultis und Datenkraken stürzen. Sie sind auch schon genannt worden, natürlich. Es ist Google Maps, es sind Firmen wie Uber, und die machen das nicht, um das Angebot für alle zu verbessern, sondern sie machen es natürlich, um ihre eigene Marktmacht an der Stelle zu stärken. Uber hat kein Interesse daran, den öffentlichen Nahverkehr besser zu vernetzen oder auszubauen. Das ist doch Humbug. Uber möchte, wenn sie auf diese Daten zugreifen, Kunden absaugen, sie aus dem öffentlichen Nahverkehr auf ihre Angebote locken. Und das ist das, was diese Firmen treibt. Umgekehrt wird doch ein Schuh draus. Ich würde mich freuen, wenn die FDP hier einmal mit einem Vorschlag käme, dass genau diese großen Datenmultis ihre Business Cases und ihre Betriebsmodelle offenlegen müssten. So, auf einen solchen Antrag würde ich mich einmal freuen. Aber da fehlt Ihnen an der Stelle der Mut dazu. Und so bleibt Ihnen im Moment nichts anderes übrig, als die Datenbestände der öffentlichen Hand zu plündern. Und ich glaube, das geht tatsächlich in die verkehrte Richtung. Es gibt noch einen weiten wesentlichen Treiber, warum diese Daten abgezogen werden sollen, nicht nur um eigene Verkehrsdienstleistungen anzubieten, sondern, und auch das hat etwas damit zu tun, dass Daten die Währung der Zukunft sind, natürlich will man damit Geld verdienen in Form von Werbung. Portale, die an der Stelle entstehen, werden werbefinanziert sein. Damit wird Geld generiert, und ich finde es dann an der Stelle auch tatsächlich angemessen, dass diejenigen, die diese Daten bereitstellen, die diese Daten erheben, die diese Daten aufbereiten, angemessen an dieser Wertschöpfung beteiligt werden. Und das fehlt in Ihrem Antrag völlig, und Sie beleuchten diesen Effekt überhaupt nicht. Das heißt, Sie sorgen ausschließlich dafür, dass hier die Währung der Zukunft, nämlich die Daten, einseitig fließt, und zurück soll an der Stelle nichts kommen. Wir werden uns dafür einsetzen als LINKE, dass es Open-Data-Konzepte gibt, weil natürlich, und das ist völlig richtig, das treibt auch Innovationen an, und das wird auch das sein, womit Start-ups arbeiten.
Aber es muss, diese Daten müssen auch weiterhin in der Hand derjenigen bleiben, die diese Daten produzieren und zur Verfügung stellen. Wenn hier ein Automatismus in Kraft tritt, dass alle Daten, die im öffentlichen Sektor erhoben und verarbeitet werden, zur Verfügung gestellt werden soll, dann plündern wir die öffentliche Hand tatsächlich an der Stelle auch aus. Wir geben dem RMV und wir geben dem NVV keine Möglichkeit, eigene Businessmodelle an der Stelle zu entwickeln. Und das sollten wir verhindern, weil letztendlich reden wir hier auch über das Geld, was diejenigen, die am ÖPNV tagtäglich teilnehmen, über ihre Fahrpreise tatsächlich auch in das Unternehmen geben. Das sollte nicht unbegrenzt abfließen an die großen Datenkraken. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Dr. Naas von der FDP zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aber bei den Stichworten, die hier vom Kollegen Felstehaus gefallen sind, muss man, glaube ich, intervenieren. Enteignung, Plünderung der öffentlichen Daten. Ich möchte Sie, Herr Felstehaus, fragen, ob Ihnen bekannt ist, dass beispielsweise durch die Katasterverwaltung seines Ministeriums jeden Tag kostenlos, ganz selbstverständlich, öffentliche Daten zur Verfügung gestellt werden. Ohne die könnten wir gar nicht navigieren. Völlig in Ordnung. Und das Einzige, was wir machen, ist, dass wir das ausdehnen wollen, auch auf den ÖPNV. Und das ist am Ende etwas völlig anderes als das, was Sie wollen. Sie wollen das Monopol weiter beim Staat. Nur Sie liefern ja noch nicht mal als Monopolist. Wir warten seit Monaten darauf, dass der RMV endlich mal etwas Brauchbares liefert. Und wenn noch nicht mal Ihr Monopolist liefern kann, dann sind wir der Auffassung, dass es doppelt und dreifach Zeit ist, dass wir endlich den Wettbewerb hier freigeben, damit alle und dann von mir aus auch als Vorletztes der RMV hier ein eigenes Programm liefern können. Aber wir, und das sind die, die wir im Blick haben, nämlich die Nutzer, wir warten dringend darauf, dass der RMV und dass sich der ÖPNV in Hessen gerade in diesem Bereich verbessert. Vielen Dank. Herr Felstehausen, und für alle noch einmal, so wird der Name richtig ausgesprochen, ja. Zum Dazulernen. Danke für die Gelegenheit, auf die Kurzintervention antworten zu können. Sie vergessen dabei aber einen wesentlichen Unterschied. Die Daten, die in öffentlichen Behörden durch öffentliche Behörden zur Verfügung gestellt werden, die sind bereits bezahlt von den Bürgerinnen und Bürgern. Durch Gebühren, durch Steuern und so weiter. Gar keine Frage. Wir reden aber bei Unternehmen wie R&V und dem NVV um Unternehmen, die im Wettbewerb stehen. Und das ist der große Unterschied. Diese Unternehmen stehen im Wettbewerb mit anderen Verkehrsdienstanbietern und sind darauf angewiesen, dass ein Teil ihrer Geschäftsgeheimnisse, und dazu gehören diese Daten, nicht komplett veröffentlicht werden. Wenn wir das machen, und da gebe ich Ihnen recht, da haben wir vielleicht auch vollkommen unterschiedliche Ansätze, dann rede ich zu Recht davon, dass hier eine Enteignung stattfindet. Weil ohne diese Daten oder wenn diese Daten komplett herausgegeben werden, eben genau diese Weiterverwendung im eigenen Haus deutlich eingeschränkt wird und die weitere Verwertung, das, was die großen Datenkraken damit nämlich nachher auch machen wollen. Für die Landesregierung darf ich Herrn Tarek Al-Wazir nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie Sie sicher wissen, unterstütze ich jede Nutzung der neuen digitalen Möglichkeiten zur Stärkung des ÖPNV und der Verkehrswende. Es ist völlig klar, wir müssen Daten verfügbar machen, um die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Und Herr Stirböck, Sie haben einen klugen Satz gesagt. Die Daten sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Das heißt aber auch, die haben einen Wert. Die haben einen Wert, und das Potenzial ist enorm. Und dieses Potenzial muss man dann eben auch verantwortungsvoll im Sinne der Allgemeinheit nutzen und nicht nur im Sinne von Einzelnen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen müssen wir uns sehr grundsätzlich und sehr genau mit der Frage auseinandersetzen, welche Daten wie verwendet werden können und sollen. Sie sollen nämlich zur Mehrung des Allgemeinwohls und des Wohlstands insgesamt
beitragen. Und Ihr Antrag suggeriert, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, dass im hessischen ÖPNV noch keine Daten für Dritte bereitgestellt werden oder nicht in maschinenlesbarem Format. Und das ist schlichtweg falsch. Das ist schlichtweg falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Obwohl die hier schon jetzt mehrfach angesprochene EU-Richtlinie 2019/1024 noch nicht in nationales Recht umgesetzt ist, werden die Fahrplandaten des ÖPNV aus Hessen ab dem 01.12.2019 über den sogenannten National Access Point zur Verfügung stehen. Deutschland und auch Hessen gehören damit im EU-weiten Vergleich zu den Vorreitern in Sachen Datentransparenz und Bereitstellung. Und Verbindungsinformationen sind im Übrigen bereits heute in zahlreichen Mobilitätsplattformen verfügbar. Und die Verbünde in Hessen, allen voran der RMV und die Tochter RMS, sind führend beim Aufbau von Mobility Insight. Das ist eine neue deutschlandweite Mobilitätsplattform. Die Branchenlösung vernetzt in der aktuell laufenden Pilotstudie 10 Regionen miteinander und, das ist wichtig, vereint den gesamten öffentlichen Verkehr inklusive Bike- und Carsharing-Angeboten in einer intermodalen Plattform. Und, Herr Stirböck, Sie haben es selbst angesprochen. Heute, genau heute, hat der RMV eine neue Anwendung vorgestellt, RMV Smart App, wo mit zwei Klicks eine Fahrkarte gelöst werden kann, und zwar ohne die Haltestellennamen anzugeben. Also, ich glaube, es gibt kaum eine Region in Deutschland, die bei dieser Nutzung, auch gucken Sie sich RMV Smart mal an, so weit vorne ist wie insbesondere das Rhein-Main-Gebiet. Und so ganz nebenbei, das Schülerticket hat dazu geführt, dass wir auch in ganz Hessen eine ein E-Ticket haben, wo Sie in jedem Bus in Hessen, in jede Bahn in Hessen einsteigen können und das Ganze sozusagen landesweit anwendbar ist. Es gibt kaum ein Land, das so weit vorne ist wie Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Alle Verbünde in Hessen beteiligen sich am Portal Open Data ÖPNV. Da sind auch Echtzeitinformationen zum ÖPNV über eine Programmierschnittstelle verfügbar. Und diese Schnittstelle des RMV wird heute bereits von mehr als 800 Unternehmen und Einzelpersonen genutzt, um auf eigenen Plattformen Fahrplanauskünfte zu ermöglichen. Wer also behauptet, es würden innovative Lösungen massiv behindert, weil Daten nicht zur Verfügung gestellt werden, verbreitet schlichtweg Fehlinformationen. Aber, und jetzt kommt ein Aber. Es gibt ein berechtigtes Interesse daran, dass Fahrgästen über alle Plattformen konsistente und qualitativ abgesicherte Informationen erhalten. Und worum geht es Ihnen? Ihnen geht es ja um Google. Das kann man ja mal aussprechen, zu sagen. So. Und auch Google wurden zu sagen, laut RMV die Nutzung dieser Schnittstelle angeboten, aber das Unternehmen wünschte Daten in einer Form, bei der nicht sichergestellt werden kann, dass die Fahrgäste die aktuellsten Fahrplandaten, beispielsweise Berücksichtigung von Baustellenfahrplänen oder Zusatzfahrten zu Großveranstaltungen und sonstige Reiseinformationen enthalten. Das heißt, es könnte dann sein, dass dort Angaben sind, die mit der Realität gar nichts zu tun haben. Und wenn wir den ÖPNV stärken wollen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass er nutzerfreundlich ist, und dann müssen die Daten auch stimmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist am Ende das, was wir brauchen. Und ich will an dieser Stelle noch einmal sagen, wir haben nicht die Frage Open Data ja oder nein, aber es geht um die Frage, wie Open Data auszugestalten ist, damit in einem fairen Wettbewerb Entwicklungen stattfinden können, die unseren Werten und Zielen entsprechen. Und dann kommen wir einmal zu dem eigentlichen Punkt. Die Sorge ist natürlich, dass die mit der großen Marktmacht am Ende des Tages, dass da das, ich nenne es mal das Booking.com-Phänomen eintritt, dass du quasi dabei sein musst, damit du gefunden wirst und am Ende der Vermittler dann auch noch eine Provision haben will dafür, dass er da die Fahrkarte verkauft. So, und da sind wir an einem Punkt, wo ich sage, das geht nicht. Der öffentliche Personennahverkehr ist ein Zuschussbetrieb. Der wird zum relativ großen Teil nicht nur durch Fahrgeldeinnahmen aufrechterhalten, sondern auch durch die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ungefähr 50%, im RMV ein bisschen weniger, im NVV ein bisschen mehr.
So, und was nicht gehen kann, ist, dass da, wo die Kosten anfallen, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einspringen, und da, wo Gewinne gemacht werden, diese Gewinne privatisiert werden. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen ausdrücklich, ich glaube, dass wir alles daran setzen müssen, dass es am Ende eine möglichst deutschlandweite Plattform gibt, wo man für alle Verkehrsverbünde in Deutschland, das muss das Ziel sein, mit einem Klick auch eine Fahrkarte erwerben kann, wenn man hier zu Gast ist. Das muss das Ziel sein, und dass am Ende die Einnahmen auch beim Leistungserbringer landen und nicht zum Vermittler wandern. Das ist nämlich am Ende das Problem, was droht. Und ich glaube, an dieser Stelle sind wir gut beraten, eng mit den lokalen Akteuren vor Ort weiterzuarbeiten, die Digitalisierung auch im öffentlichen Personennahverkehr zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger zu beschleunigen und am Ende dafür zu sorgen, dass das schnell, gut, modern und im Sinne des Allgemeinwohls stattfindet. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Dann verfahren wir so, dass nach Aussprache dieser Antrag Top 51 der Freien Demokraten zur weiteren Beratung federführend an den DDA und mitberatend an den WVA überwiesen wird.